Ist ja egal. Auch mal machen, Tolkien. Lidl ist für vieles bekannt. Neben Aldi, der größte Discounter Deutschlands, der Slogan Lidl lohnt sich, hier und da mal ein kleiner Fleischskandal. Nach 21 Uhr versammeln sich Jugendliche deutschlandweit auf den Parkplätzen zum Saufen. Bei uns wurde viel gekifft auf den Parkplätzen und auch auf Spielplätzen, aber vor allem auf Spielplätzen. Ohne diesen komischen Fotobooths. In diesen Fotobooths in Berlin, wo du so Bilder machen kannst, da sind immer Dealer drin. 100%. Immer. Egal wo. Spielt keine Rolle. Seit neuestem ist Lidl aber auch innovativ und nachhaltig. Mehr als 100 Millionen Euro hat der Konzern laut eigenen Angaben in ihr neues, grünes Produkt investiert. In eine Einwegplastikflasche? Es ist aber nicht irgendeine Plastikflasche, sie ist revolutionär. Die Kreislaufflasche. Die soll richtig super sein, sogar viel besser als gängige Mehrwegflaschen aus PET oder Glas. Toll, cool, die Werbetrommel wird ordentlich... Okay, Chat, kurz auf den Weg zu räumen. Was ist für euch so S-Tier-Wasser? Leitungswasser ist broken. Leitungswasser ist für mich Gigamonster-S-Tier. Und du kannst Raumtemperatur easy, kannst auch durch den Filter ballern, wenn du möchtest, Bakterien, bla bla bla, medizinisch, scheiß drauf. Und dann so Flaschenwasser. Was ist das so? Also, Gerolsteiner ist Mülltier. Gerolsteiner ist Mülltier. Saskia ist nur leicht übermülltier, right? Evian ist echt lecker. Wolbig ist auch nicht bad, vom Geschmack her. Vom Geschmack her, ich will jetzt nicht so eure Twitch-Chatter provozieren, aber ne. Weizen. Stilles Wasser, egal welche Marke. Rudolfquelle, Heller, Wilzer, Black Forest. Was ist, ich habe noch nie von Black Forest gehört. Spreequelle ist auch nicht bad, Laser. Spreequelle ist safe nicht bad, ja. Sag am Ende bitte nicht, dass Gerolsteiner auch Spreequelle ist. Gerolsteiner ist so disgusting. Und Saskia ist nur leicht drüber, Chat. Wöslauder Römerquelle. Noch nie von gehört. Heller macht Gewürzketchup. Nee, warte. Ja, doch, da haben wir schon mal drüber geredet. Liquid Death. Was zum Fick ist Liquid Death? Und Lidl hat Saskia. Okay, keiner von euch mag einer von euch Saskia-Wasser? Chat? Was? Saskia ist schon Atenokonolei? Schmeckt nach Kopfschmerzen? Nie getrunken. Okay. Gerührt. Es gibt wir Anzeigen, Zeitungen. Wir müssen mal eine Tierlist wieder machen. Außerdem mit Süßigkeiten-Tierlist, Wasser-Tierlist, Serien-Tierlist, Tier-Tierlist, Streamer-Tierlist. Machen wir wieder einen Tierlist-Stream, actually. Gibt es einen teuren Werbespot mit niemand Geringerem als Günther Jauch. Lidl sagt, das hier sei eine der ökologischsten Flaschen. Ausgerechnet die hier, eine Einweg-Plastikflasche. Dazu gibt es eine Website mit sleekem Design und etlichen Infos, Statistiken und einer Studie zur Kreislaufflasche. Greenpeace und ein paar weitere Umweltverbände riechen Greenwashing. Jauch wird von den Medien wie die Sau durchs Dorf getrieben, die Umwelthilfe und Lidl liefern sich einen hochnotpeinlichen Rechtsstreit, auf YouTube wird der Werbespot weggedisliked. Was hat es also mit der Kreislaufflasche auf sich? Ist die wirklich so gut oder schlecht? Ist Mehrweg doch nicht die Lösung oder doch? 2BG hat sich den Fall für euch mal genauer angeschaut. Wir sind viel zu tief in das Flaschengame eingetaucht und die Resultate sind überraschend. Einige würden sagen, schockierend. Macht euch bereit für eine gehörige Portion Cringe und mehr über Wasserflaschen zu lernen, als ihr euch jemals erträumt habt. Ich bin ready für die Wasserflaschen. Ja, dann kommen wir jetzt zur 3-Euro-Frage. Wer ist schuld an der Lidl-Werbung für die besteste Plastikflasche aller Zeiten? Besteste? Ist es A, Jogi Löw, B, Julian Nagelsmann, C, Mesut Özil oder D, Dosenbratwurst? Dann nehme ich den von 20 Joker. Wie klang sie gerade wie Merkel? Okay, dann nehme ich Antwort E, Günther Jauch. Was ist das denn? Sie haben wieder recht! Beim Kampf gegen den Klimawandel können auch Industrien abseits von Plastik, Öl und Gas ihren Beitrag leisten. WeTel ist zum Beispiel ein nachhaltiger Mobilisierungsanbieter. Wenn wir Deutschen einem Promi vertrauen, dann ist der Günther Jauch. Wie ist der Typ mit den Haaren? Günther und die Flaschen. Wenn wir Deutschen... Wie ist der? Der hat auch mitgemacht bei irgendeinem Film mit Til Schweiger. Und dem anderen. Diesem anderen Schauspieler. Atze Schröder. Ja. War das ein Schauspieler, war das ein Comedian-Chat oder war das beides?
Oder war es so eine Moneyboy-Persona? War schon so eine Moneyboy-Persona, oder? Aber die Haare sind geil. Beneidenswert, so ein kleiner Afro mit vielen Locken. Keiner nice. Ja, war sowohl als auch. Aber ja, okay, weiter. In einem von mir so vertrauen, dann ist es Günther Jauch, Fernsehpapa Deutschlands. Es ist deshalb auch kein Wunder, dass Lidl ihn auserwählt hat, um uns die neue Öko-Sensation gegen Plastikmüll und hohe Emissionen vorzustellen. Die Kreislaufflasche ist nämlich nicht Günthers erste Kampagne für mehr Umweltschutz mit coolem Kooperationspartner. Das Markenbotschafter-Game für Getränke hat G. Jauch quasi erfunden. Wissen Sie, was hier gerade feuchtfröhlich gefeiert wird? Na klar, eine Kronbacher Regenwaldparty. Für jeden verkauften Kasten Kronbacher fließt ja eine Spende in die Regenwaldstiftung des WWF. Um einen Quadratmeter Regenwald in Afrika nachhaltig zu schützen. Da zählt natürlich jeder Tropfen. Saufen! Geil! Die Kampagne wird damals als Saufen für den Regenwald bekannt. Aber die Lidl-Kampagne ist ja vielleicht anders. Die Versprechen und Vorteile sind auf den ersten Blick auch ziemlich klar. Lidls Kreislaufflasche habe eine bessere Ökobilanz als Mehrwegflaschen, weil komplett aus recyceltem Material und kein neues Plastik hinzugefügt. Außerdem leichter und besser transportierbar. Not bad, not bad. Bis heute galt eigentlich, dass Mehrwegflaschen die Nachhaltigkeits-Kings deutscher Pfandsysteme waren. Mehrwegflaschen können wiederbefüllt werden. Man spart also Energie und Material bei der Herstellung. Die Glasflaschen sind beständiger und können bis zu 50 Mal aufgefüllt werden. Entsprechende Plastikflaschen nur so 25 Mal. Dafür sind sie aber leichter als Glas, was vor allem bei längeren Transportwegen etwas besser für die Umwelt ist. Und jetzt soll diese Einwegflasche von Lidl es besser können? Um Deutschland von diesem Angriff auf den Kasten Gerold Steiner zu überzeugen, erklärt uns Günther, wie die Kreislaufflasche im Detail funktioniert. Ich habe für Sie das ganze System dahinter mal anschaulich gemacht. Also zunächst wird die gebrauchte Einwegflasche klein gepresst und dann zur Recyclinganlage transportiert. Man spart beim Transport CO2, weil man mehr kleingepresste Flaschen in einen LKW bekommt als Mehrwegflaschen. Dann werden die Flaschen zu Flakes geschreddert, eingeschmolzen und zu solchen Mini-Flaschen verarbeitet. Ja, da habe ich auch gestaunt. Das ist gerade mal 14 cm hoch und nur 26 Gramm schwer. Aber trotzdem passen da 1,5 Liter Wasser rein. Okay, das klappt natürlich nicht. Boah, okay. In diesem Video wird euch leider aus allen Richtungen sehr viel peinlicher Shit begegnen. Wir haben dafür ein System entwickelt, um jedes Mal Alarm zu schlagen. Cringe-Alarm. Die kleinen Flaschen werden dann platzsparend in regionale Abfüllanlagen gebracht, aufgeblasen, befüllt und anschließend... Aber hat der Günni das nötig? Der Günni hat doch genug Geld. No? Der ist doch am Chillen. Wenn ich für eine Folge Wer wird Millionär 3 Milliarden bekommen? Also wenn jetzt ein kleiner Twitch-Streamer wäre, der eine Partnerschaft annehmen muss, würde ich ja fühlen, aber like, why would you do this? Der hat auch so einen guten Ruf, der Günni. So wie er und dieser Typ mit den blonden Haaren hat noch nie einen Skandal, oder? Von den deutschen Hosts. Wie ist denn der Typ mit den blonden Haaren, Chat? Der Typ mit den blonden Haaren. Gottschalk, genau, ja, genau der. Hatte der auch noch nie einen Skandal, oder? Aber Günni, like, what the fuck, bro? ...sind in die deutschlandweiten Lidl-Filialen transportiert. Jauch ist sichtlich überzeugt. Ist das nicht ein richtig gutes System für die Umwelt? Kein Neuplastik, viel weniger CO2-Verbrauch beim Transport, weniger Müll und günstig für Sie als Verbraucher ist es auch noch. Oh nein. Schon ein bisschen wack, wie Günther betont, dass ein System für Wasserflaschen ein richtig gutes System für die Umwelt sein soll und dass die Kampagne aus Liebe zur Natur heißt. Egal ob Mehrweg oder Einweg, in Deutschland und den meisten europäischen Ländern ist Leitungswasser trinkbar und das ist mit Abstand das Beste für die Umwelt. Aber hey, lassen wir das mal außen vor und schauen uns die Kreislaufflasche etwas genauer an. Was doch einfach essen. Kreislauf hört sich ja erstmal an wie ein geschlossenes System. Flasche rein, Flasche raus, die ewige Flasche. Ah, das stimmt aber nicht so ganz. Aus 100% Flasche wird in der Regel nicht 100% neue Flasche, sondern so 95%. Das heißt, mehr Flaschen musst du reinschmeißen in diesen Prozess, als am Ende wieder rauskommen. Das ist Jacqueline Göbel, Journalistin mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Umwelt und Co-Autorin des Buches Die Plastiksucht. Und ja, in diesem 2BG kommen plötzlich Experten vor. Wir fühlen uns auch nicht wohl damit. Hier ein Clip von Prinz Robert. Junge, warum streame ich League of Legends, Mann? Ich bin so dumm. Ich habe mein ganzes Leben diesem Game geopfert. Alles, was ich machen muss, ist mir eine Frisur schneiden mit Dauerwelle, dann die Haare an der Seite ab und dann tanzen oder so. Ist so free eigentlich. Wie kann man so dumm sein?
Jahren Expertise anhäufen, das ganze fucking Leben opfern, jeden Tag 10 Stunden spielen, drüber nachdenken und so in Korea früher aufstehen. Ich hätte einfach nur eine Frisur ändern müssen, Mann. Bin zurück so dumm, zur Flaschenthematik. Ey. Materialverluste sind grundsätzlich kein Lidl-spezifisches Problem. Das ist bei Kreislaufwirtschaft immer so, dass sie im Recyclingprozess Verluste haben. Das ist Professor Klaus. Er lehrt Verpackungstechnik an der Berliner Hochschule für Technik. Mit den eigenen Daten zu diesen Materialverlusten geht Lidl nicht ganz so offensiv um, wie die Kampagne vielleicht suggeriert. Es könnte sein, dass durch diesen Recyclingprozess durchaus Mikroplastik entsteht und das wissen wir nicht. Und ich hatte ein Interview mit Lidl und ich habe nachgefragt, weil ich dachte, ist doch cool, ihr wollt transparent sein. Ihr habt ja eigene Recyclinganlagen, also ihr kennt diese Zahlen. Sagt doch mal, wie viel ist es denn? Keine Antwort. Wie groß dieser Materialverlust ist und warum Mikroplastik nicht untersucht wurde, haben wir Lidl ebenfalls gefragt, aber leider keine konkrete Antwort erhalten. Fest steht allerdings, dass die Kreislaufflasche nicht nur recycelbar ist, sie besteht zu 100% aus recyceltem Plastik. Das nennen Leute vom Fach Rezyklat. Also, dass diese Flasche aus Rezyklat ist, ist erstmal nicht schlecht. Das ist nicht nur nicht schlecht, sondern sogar ziemlich nice. Ein großes Problem bei der Flaschenherstellung ist, dass viel zu viel Neuplastik genutzt wird. Das Problem haben diese Lidl-Flaschen jetzt nicht mehr. Wegen dem Rezyklatanteil oder dem potenziell hohen Materialverlust ist der Aufschrei auch gar nicht so groß. Lidls Angriff aufs geliebte Mehrwegsystem wird deutlich hitziger diskutiert. Also, ist Lidls Wunderwaffe wirklich nachhaltiger als Mehrwegflaschen? Let's find out! Kapitel 2: Flasche kassiert. Kritik. Lidl hat seine Studie beim Institut für Energie- und Umweltforschung, kurz EFOI, in Auftrag gegeben. Das EFOI ist legit. Der Studie kann man also trotz Lidl Cash Vertrauen schenken. Die Ergebnisse werden in dem Werbespot hochmodern und innovativ präsentiert. Das EFOI-Institut hat errechnet, dass die Kreislaufflasche mindestens 20% CO2 gegenüber den untersuchten PET-Mehrweg einspart. Gegenüber marktüblichen Glas-Mehrwegflaschen wird der CO2-Ausstoß sogar fast halbiert. Eine Forscherin mit gelber Beanie, Science-Jumpsuit und Tablet vor drei riesigen Matrix-Screens. So oder so, wir haben uns die Studie nochmal genauer angeschaut. Man findet sie ganz unten auf der Website. Und da stehen ziemlich viele interessante Sachen drin, für die Lidl ordentlich kritisiert wurde. Zum einen stammen die Zahlen der 0,7 Liter Glas-Mehrwegflasche und der 1 Liter PET-Mehrwegflasche aus 2008 und 2010. Ich in meinem Leben, glaube ich, bisher erst zweimal das gemacht, wenn irgendwo über eine Studie geredet wurde, mir die Studie angeguckt. Ist bei euch öfter schon ein Chat? Also nicht für Schule oder, keine Ahnung, Studium oder was auch immer, sondern wirklich privat. Bin ich einfach dumm und hab keinen Bock, mich weiterzubilden und bin ich einfach nur genauso faul wie der Rest von euch allen da draußen auch? Ich habe, glaube ich, da noch nie Bock gehabt, drauf zu klicken. Ja, schon, teils, teils. Nee, okay, warte, ich weiß nicht, worum es jetzt geht. Was war meine Frage? Ihr seid auch faul, ihr seid auch faule Arschlöcher, no? Ich mache das tatsächlich sehr oft, krass. Bin auch Wissenschaftler, deswegen jedes Mal Macher. Ich bin genauso faul. Ja, ich gleich AGBs lesen. AGBs habe ich schon viel öfter gelesen als irgendwelche Studien, die verlinkt wurden, weil gerade wenn die verlinkt werden, ist so direkt, einfach direkt ein Misstrauen halt dabei. Dass sie in Auftrag gegeben wurden, nicht wirklich relevant sind und gelogen und bla bla bla, dass du die eh keinen Bock hast zu lesen, bei mir jedenfalls. Zählen U.GG-Analysen? Nee, zählt nicht. League of Legends-Analysen habe ich schon viel öfter gelesen, auch Studien darüber. Das ist ja was anderes. Die Vergleichsdaten sind also mehr als 10 Jahre alt. Für die Studie wurden die Zahlen aber aktualisiert und angepasst. Laut Umweltverbänden wie der Deutschen Umwelthilfe seien die Daten aber trotzdem zu alt, um aussagekräftige Schlüsse ziehen zu können. Andere kritisieren, beim Lidl-System sei alles sehr optimiert. Und dagegen wird gestellt ein durchschnittliches Mehrwegsystem. Da gibt es welche, die gut abschneiden, weil sie aus der Region sind und hohe Umlaufzahlen haben. Und da gibt es halt auch welche, die schlechter abschneiden, weil sie über weite Transportentfernungen transportiert werden, weil sie vielleicht schwerere Flaschen haben und weil dann natürlich der gesamte Handel betrachtet wird. Klar, hier wird ein hochoptimiertes System mit einem durchschnittlichen Mehrwegsystem verglichen. Der Vergleich kann laut Professor Klaus im Fall von Lidl aber auch Sinn machen. Im Endeffekt ist das ja die Kaufentscheidung. Ne? Wenn Sie jetzt entscheiden sollen, ne, dann heißt es ja, entweder ich gehe zu Lidl und kaufe mir das Lidl-Wasser oder ich gehe im Supermarkt und kaufe mir irgendein Wasser. Für dieses Szenario ist auch die Studie angelegt. Aber was, wenn man die ökologischste Flasche koppen will? Dann würde es ja schon Sinn machen, das beste Mehrwegsystem mit dem neuen Lidl-System zu vergleichen. So leicht ist es aber nicht. Aktuelle Daten für optimierte Mehrwegsysteme gibt es nämlich unserer Recherche nach nicht. Auch weil solche Studien sehr teuer und aufwendig sind.
Es wäre schön, wenn es dort auf beiden Seiten die besten und die aktuellsten Zahlen haben, aber man muss auch das nehmen, was verfügbar ist. Diesen Vergleich kann man Lidl also nicht wirklich übel nehmen. Kotschek und viele andere Experten sind sich dennoch sicher, wenn das Mehrwegsystem optimiert werden würde, dann gehe ich davon aus, bei einem optimierten Mehrwegsystem, dass das besser abschneidet als ein optimiertes Einwegsystem. Einer der größten Kritikpunkte ist, dass hier unterschiedliche Flaschengrößen miteinander verglichen werden und dadurch das Bild verzerrt werden würde. Lidl nimmt diese Flasche hier, diese 1,5 Liter Flasche, und nimmt auch diese 0,5 Liter Flasche und vergleicht die mit den Mehrwegflaschen. Und die Mehrwegglasflasche oder die Mehrweg-PET-Flasche ist ja gar nicht so groß. Die ist ja normalerweise nur 0,75 groß. Das heißt, da ist schon mal ein Ungleichgewicht, weil du vergleichst irgendwie eine Flasche, die das Doppelte fasst, mit einer, die das halbe fasst. Deshalb werden die CO2-Emissionen auf 1000 Liter hochgerechnet, um die Flaschen vergleichbar zu machen. Für 1000 Liter Wasser braucht man logischerweise mehr als doppelt so viele 0,7 Liter Glas-Mehrwegflaschen wie 1,5 Liter Kreislaufflaschen. Die Mehrwegflasche braucht dann doppelt so viele Verschlüsse und Etiketten. Und die haben einen großen Einfluss auf die Ökobilanz. Größere Flaschen sind grundsätzlich ökologischer als kleinere. In der Studie selbst steht sogar, dass die Größe der Flasche eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt und bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden sollte. Davon hört man in der Werbung nichts. Eine Kreislaufflasche hat Lidl in ihrem Spot sogar komplett vergessen. In der Studie findet man nämlich noch eine 0,5 Liter Kreislaufflasche, die auch getestet wurde. Die ist aber nicht so revolutionär und hat eine ähnliche Ökobilanz wie die 0,7 Liter Mehrwegglasflasche und eine deutlich schlechtere als die 1 Liter PET Mehrwegflasche. Das alles wird aus dem Lidl-Spot jetzt nicht ganz so deutlich. Da fragt sich Günther schließlich nur, warum das nicht alle so ökologisch hinkriegen? Aber bei Lidl sind 1,5 Liter nun mal die Norm und im deutschen Mehrwegsystem 0,7 Liter Glas und 1 Liter PET. Es gibt keine relevanten, größeren Flaschen. Hier hat die Lidl-Flasche im direkten Wettbewerb einfach einen Vorteil. Also, ist Lidls Kampagne für die Kreislaufflasche nur Greenwashing? Haben die Verbände mit ihrer harten Kritik recht? Kapitel 3: Flasche schlägt zurück. Lidl und Günther Jauch haben die Kreislaufflasche teilweise definitiv vereinfacht erklärt. Ist das nicht ein richtig gutes System für die Umwelt? Ich trage hier zum Beispiel gerade 8 Kästen Wasser. Machen Sie mir das im richtigen Leben mal nach. Überlegen Sie beim nächsten Mal doch einfach, welche Flasche Sie kaufen. Denn der Unterschied liegt wie immer im Detail. Man braucht dafür definitiv mehr Kraft, als ich habe. In der Werbung wirkt es ab und zu so, als könnte man Recycling-Systeme ohne Probleme miteinander vergleichen. Aber das, und das können wir nach dieser ganzen elendigen Recherche definitiv sagen, nicht der Fall. Lidl hat mehrere 100 Millionen Euro in die Optimierung ihres Einwegflaschensystems investiert. Kritiker befürchten, dass Lidl so Argumente gegen eine verpflichtende Mehrwegquote sammeln will. Darüber kann man allerdings nur spekulieren. Wenn ihr das nächste Mal bei Lidl seid, die Kreislaufflasche kann man schon mit gutem Gewissen koppen. Sie steht aber überhaupt nicht repräsentativ für Einwegflaschen. Die sind prinzipiell immer noch scheiße. Lidls Kreislaufsystem funktioniert in Lidls Infrastruktur ausgezeichnet und schon heute in großem Stil. Also grundsätzlich sind wir offen für die umweltfreundlichste Lösung, aber sie muss natürlich auch möglich sein für alle. Also das System muss skalierbar sein. Laut Kotschek könne das Lidl-System aber nicht flächendeckend eingesetzt werden. Viele Unternehmen hätten es deutlich einfacher, an einem ausgebauten Mehrwegsystem teilzunehmen. Wir waren überrascht davon, wie marode und träge das existierende deutsche Mehrwegsystem teilweise ist. Also wir hatten in den vergangenen Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, ständig sinkende Mehrweganteile. Das macht es für die Mehrwegabfüller ganz schwer, da rein zu investieren und ihre Systeme zu optimieren. Du kannst natürlich auch an Mehrweg noch vieles besser machen. Du kannst die Flaschen leichter machen, du kannst versuchen, sie noch öfter wieder zu benutzen, du kannst versuchen, die Transportdistanzen zu verringern. Beim Waschen und Füllen könnte mehr Energie gespart werden. Flaschen könnten vielleicht größer werden. Deutschland ist mega stolz auf Mehrweg, ein System, in dem sich aber seit mehr als einem Jahrzehnt scheinbar nur sehr wenig tut. Lidl behauptet, sie wollten einfach mal die Diskussion anheizen. Bis jetzt hat das so, naja, geklappt. Der Discounter und die Deutsche Umwelthilfe haben rechtliche Schritte gegeneinander eingeleitet. Eigentlich wollten die vorher miteinander reden, aber haben gegenseitig die Einladungen des anderen abgelehnt. Lidl sagt, die Deutsche Umwelthilfe würde die objektiv nachweisbaren Erfolge für mehr... Objektiv was? Objektiv besser? Nee, warte. ...Klimaschutz diskreditieren. Die Deutsche Umwelthilfe geht gerichtlich gegen Lidls Vorwurf von Falschbehauptungen vor. Ah, tja, oft sind die Dinge nicht nur gut oder nur schlecht.
Was denkt ihr, Gang? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Was denkt ihr, Gang-Chat? Wie werdet ihr Stay Hydrated weiterhin bleiben? Ist es das Leitungswasser? Oder ist es das geile Wasser aus dem objektiv besseren Discounter Aldi? Da gibt es das geile... Was für Wasser gibt es im Aldi-Chat? Chat? Hilfe? Helft mir? Gerold Steiner? Kranberger? Bier? Saskia war doch Lidl. Oh no. Ja, auf jeden Fall Aldi, ne? Und so, Lidl, na, gar nicht, mein Bier. Aldi, danke für NNO und so, ne? Grüße gehen raus. Ich bin auch nur eine Puppe. Eine Marionette an den Händen der großen Corporations, right? Aber sponsern die mich nicht mal, nur meine Org. Ganz, ganz schrecklich. Quellbrunnen, liebe Quellbrunnen, oh, wie es zergeht, voll lecker. Aber was ich jetzt nicht verstanden habe, ist, es wurde einmal gesagt, gerade auch Mehrweg ist nur regional überhaupt möglich. Wurde im Video mehrmals gesagt, einmal gesagt, glaube ich, vielleicht sagen wir. Und wie willst du es denn regional hinkriegen mit den Mehrwegflaschen, wenn die aus Glas sind, Transportprobleme, wenn es zu groß ist, bla bla bla. Es klang jetzt eigentlich gar nicht so bad, was Lidl gemacht hat, nur zumindest für Einwegflaschen. Vielleicht nicht revolutionär krasser als Mehrweg, aber immerhin besser als gar kein System zu haben. Und wenn du von 100% alter Flasche zu 95% neuer Flasche kommst und 5% neues Plastik ist besser als 100% neues Plastik, war das nicht terrible, no? Was der Günni da gesagt hat? Ach, I don't fucking know, man. Ich bin so happy, dass ich kein Influencer-YouTuber bin, der irgendwie eine Meinung zu Dingen haben muss. Ich kann einfach Videos angucken und dumm sein. Ich liebe das.